Also erstmal muss ganz klar sein, dass es einen Neuanfang in Ägypten nur ohne Mubarak gibt. Das erwarte ich von der internationalen Politik, ohne Wenn und Aber zu sagen, Mubarak muss abtreten, sonst ist ein Neuanfang nicht möglich. Zweitens verurteilen wir scharf die Gewalt, die in Ägypten gegen Demonstranten, gegen die Freiheitsbewegung eingesetzt wird und ausgeübt worden ist. Wir erwarten, dass die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, die Informationsfreiheit, die Freizügigkeit von Journalisten und Journalistinnen gewahrt wird und garantiert wird, dass die verhafteten Journalisten freigelassen werden, dass die Blogger, die verhaftet worden sind, freigelassen werden, dass die Religionsfreiheit gewährt ist. Wir wollen klare Zeichen der Unterstützung für die Freiheitsbewegung, in denen sie auch aus dem Ausland viel stärker unterstützt wird. Wir wollen, dass klar ist, es gibt keine weitere Militärhilfe mehr für Ägypten. Militärhilfe, die in Milliardenhöhe geleistet worden ist. Es darf keine Budgethilfe geben, bevor ein Transformationsprozess tatsächlich eingeleitet worden ist. Wir dürfen es nicht zulassen, dass das Regime von Mubarak versucht, Zeit zu gewinnen, um sich sozusagen über die Runden zu retten und weil sie wollen, dass sozusagen die ganze Aufstands- und revolutionäre Bewegung in sich zusammenfällt. Die Einigung bei der Hartz-IV-Reform ist so schwierig, weil die Regierung blockiert. Zum einen sind sie sich uneinig, was sie wollen, und sie blockieren, dass es tatsächlich zu Bewegung in den drei wichtigen und zu verhandelten Paketen kommt. Wir wollen in allen drei Bereichen eine Veränderung. Das bezieht sich auf das Bildungspaket, das bezieht sich auf Mindestlohn, das bezieht sich auf Equal Pay bei der Leiharbeit und das bezieht sich selbstverständlich auf die Regelsätze. Es ist jetzt unterbrochen worden, nicht abgebrochen worden am Sonntag, am Dienstag wird weiter verhandelt. Klare Ansage, die Bundesregierung muss sich bewegen, auch bei den Regelsätzen. Es kann nicht sein, dass man mit 5 Euro mehr oder weniger provoziert, dass es keine klare, transparente Berechnung gibt. Da wollen wir Bewegung. Wenn heute, am Montag, die CSU und die FDP schon ankündigt, es wird keinen Millimeter Bewegung geben, dann torpedieren sie den Vorgang, sie torpedieren einen möglichen positiven Ausgang dieser Verhandlungen. Naja, es war natürlich beeindruckend, wer da alles da war. Die wichtigen Männer dieser Welt sind aufgetreten. Es gab tatsächlich spannende Beiträge, aber insgesamt war es über große Strecke eine vollkommen virtuelle Welt. Wenn der NATO-Generalsekretär am Auftakt am Freitag eine halbe Stunde redet und Ägypten als Wort nicht mal vorkommt, Tunesien als Wort nicht mal vorkommt, geschweige denn er sagt, ich lege jetzt meine vorbereitete Rede weg und wir reden jetzt über das, was die ganze Welt mit Aufregung betrachtet, dann lebt er in einer Welt, die eine virtuelle ist.